yourself to wrap your slothful lips around? Whoa, dude, you do not let the fuck up. I've got 10 years worth of venting to do. The let-up, my friend, is a long way off. Fine, fine. Do what the fuck you want. What? Well, I want to save your daughter from making an ass of herself. Oh, really, man? Stimmt, really? Stimmt. Money or a fight? Wir fahren jetzt. What do you come here looking for? Wir fahren jetzt gerade in Richtung dieses Stadions hier, weil da ist nämlich diese Talentshow und da macht die Tochter sich nämlich zum Affen. Und Trevor hat's gesehen. I know who you are, Michael Townley. You're in a new place with some new friends and some fruity fucking habits, but you're still my running buddy. You can't undo that. Yeah, sure, okay, whatever. Great. Okay. Okay, this'll be it. The Maze Bank Arena. Let's find them. Maze Bank Arena. Okay. Come on, you dipshit. Ah, that host, man, he's like any closeted TV presenter. Bitter as fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that. Where the fuck's Laszlo? Okay. Fame or shame? All right. Yeah. That was really all right. It's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and Trevor? Two dads. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Okay. 3, 2, 1. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music! When I came home last night, you wouldn't make love to me. You went fast asleep. Yeah. You wouldn't even talk to Shake me. Shake what your daddy's gave you, honey. I'm so crazy. Ooh, your dad's stuff a 20 in this. Fucking do something about this! That's enough. Oh! I said that's enough! Oh, hey, I got security! Security! What'd you fucking Hold say? Come on, big guy! Come on there! No! Fuck! No! Come here, you little shit! No! Tracy, go home! Hey, you little prick! Okay, verfolgen wir mal Laszlo, ne? So, rein in unsere Karre. Get in the truck, Michael! Okay. I got a deposit on that truck! We're running that prick down. He went left! How can you sit there and watch your daughter get treated like that? Hey, you raise a daughter in this town, you get used to stunts. It's poor parenting. Now, thanks for the fucking feedback. It means a lot coming from you. We're gonna flatten his toy car in this big rig. Don't you worry. I knew he was an asshole. Just push him off the fucking road. It's only a battery car. Come on. This ain't exactly a racer. Gut, dann werden wir mal gucken, dass wir ihn verfolgen und vielleicht zur Strecke bringen. We gotta go to the left. Dann haben wir ihn. Look at him. He's on the train track. Nein! Das hätte ja auch zu einfach sein können.
Well, let's not try to kill this prick, all right? When we crush his little toy car, who knows what'll happen? I saw him turn left. Er haut links ab. Also, fahren wir auch nach links. Can we speed it up a little? Huh? Maybe by throwing your fat carcass over the side. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir ihn erschießen sollen oder. Also, ob wir ihn umlegen sollen oder einfach nur verfolgen sollen. Okay. Ja, dann gucken wir mal, dass wir ihn verfolgen. Ah, it's going down into the LS River. I can see that. I hate that closeted man whore on the TV. I hate him on the radio. I hate him even more in person. He was never funny. So, ist ausgestiegen. The little shit's all out of Seine Elektrokarre ist nämlich Schrott. Guys, you run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, all right? Oh yeah. Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old, and I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude. Besides you trying to kill me, now I got multiple sexual harassment lawsuits plus. I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Okay. There you go. I'm all right. What are you doing now? I want you to dance sexy, celebrity. Mm-hmm. I mean, I need music or. Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. What the fuck is that? All right. All right. Now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on. Lower. Lower. Come on. Please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, come on, get no! up. Take off. Go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do it without me for 9 years, huh? Oh, shit. Ja, das ist heftig. Dave, we need to talk. Das ist heftig. I was about to tell you the same thing. Okay, meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Gut. Trevor. Los Santos Customs. Tailgater. Oh, schön. Wir können uns gleich den Tailgater von ihm schnappen und dann können wir erstmal ordentlich rumcruisen, weil wir haben den jetzt zu Hause stehen. Ich schnapp mir aber erstmal ein Taxi. Hey, Taxi. Ja, rein als Fahrgast und dann ab zu Maike nach Hause. Unterschlupf. Rockford Hills. Ich würde sagen, dann gehen wir auch gleich danach erstmal weiter zu Dr. Friedlander. Der wäre sowieso mal wieder überfällig. Wow, guckt euch das an, was wir an Geld auf dem Konto haben. Also das hatte ich letztes Mal nicht. Letztes Mal hatte ich so circa 100.000 oder so. Oh, guck mal. Ist ja geil, den Tailgater. Ha. Okay.
Ist jetzt zwar nicht die hübscheste Farbe, aber irgendwie schon geil. Hat was. Michael werden wir auch noch so ein bisschen aufpimpen. Mit dem gehen wir auch noch zum Friseur. Ah, guckt euch die Karre an. Ist das eine geile Karre. Wow, 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 wow. Er fährt Audi. Michael fährt Audi. Also zumindest ist Obi ein Audi-Verschnitt. Schönes Auto. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der gefällt mir sogar. Auch die Farbe nicht schlecht. Hätte jetzt gedacht, das sieht hässlich aus. Ups, Entschuldigung. Das war aus Versehen. Warte mal. Ich glaube... Ah, wir müssen ziemlich weit nach oben. Wir müssen nämlich zum FBI Bureau. What is this shit? Franklin hat jetzt gerade gar nichts zu tun, so wie es aussieht. Also es sind jetzt zumindest erstmal Trevors Mission und Michaels Mission. Also bei Michael werden wir jetzt gucken, dass wir Michael fucking Townley einfach mal nach oben bringen und dass wir da diese Fragezeichen-Missionen machen. Hier in der Nähe war das doch auch hier mit dem Haus, was wir runtergezogen haben. War das das hier? Ne, das war es nicht. Das war's. Ach, guck mal einer an. Die Baustelle. Ist eine richtige Baustelle geworden. Hier bin ich sonst nie wieder lang gefahren. Aber, was mich interessieren würde, wenn man das Haus jetzt von oben da betritt. Was finden wir dann davor? Ich hoffe, unser Wagen steht dann hinterher noch da. Ich möchte gerne mal auf das Gelände rauf. Dusch? Duschberg? Solo quiero ser yo mismo. Ja, lo creo. Also das Haus wird bald wieder im alten Glanz erstrahlen. Das ist schön zu hören. Aber es war schon eine lustige Angelegenheit, dieses Haus vom Hügel zu rupfen. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so viel Spaß machen wird. Und mich hat es auch, als ich diese Mission das erste Mal erledigt habe, hat mich das echt so überrascht, dass es so eine Mission gibt, wo man wirklich gleich die ganze, ja quasi, aua, aua, guck mal, die Träger sind alle gar nicht fest. Aua. Mich würde interessieren, was passiert, wenn wir hier so rumrennen und einfach mal so ein bisschen gucken. Gibt es hier irgendwelche Raumschiffteile? Gibt es hier einen Brief an Leonora Johnson? Wer weiß. Ich weiß es nicht. Also hier scheint es nichts zu geben. Da steht eine Säge rum. Auf jeden Fall cool, auch mal in dem Haus hier zu sein. Also einfach auch mal hier rumzulaufen. Das haben wir ja bis jetzt nicht gemacht. Oh, guck mal an. Ja, der Träger fällt runter. Was passiert hier? Autsch, autsch, autsch. So, dann schnell wieder zurück. Nicht, dass unser Wagen noch verschwindet oder sowas. Also auf jeden Fall mal ganz interessant, dass dieses Haus auch wieder aufgebaut wird. Also ich habe mich ja damals gar nicht so richtig erkundigt, was mit dem Haus passiert ist. Ich habe ja nur mitgekriegt, dass wir es runtergerissen haben. Und das Haus daraufhin ganz schön geküsst aussah. Sagen wir es mal so. So. Und wo ist unser Auto? Da hinten ist unser Auto. Unser Obi-Tailgater. Unser Audi. Weil was anderes ist das letztendlich nicht. Das ist ein Audi. Ich würde schon sagen, dass das ein A6 ist oder sowas. Oder ein A8. Ich denke, das ist ein A8.
Könnte sein. Könnte aber auch ein A6 sein. Und es läuft wieder Radio Gaga im Hintergrund. Wir können ja die Musik leider nicht laut machen. Das ist ja das Problem hier bei GTA 5. Weil es ist ja einfach zu viel Copyright-geschützte Musik dabei. Urheberrechtlich geschützte Musik. Und da wir keine Copyright-Infringements haben wollen und einen daraus folgenden Copyright-Strike, lassen wir es lieber mit der Musik. Olvi hier ist Radio Kaka, Radio Pupu, Radio Lala, Radio Lulu, Radio Mumu und weiter geht's. Wir fahren aber auch gleich wieder nach unten, weil ich habe ganz vergessen, dass wir zu Dr. Friedlander wollten. Zu Dr. Friedkopf. Dem alten Spacken. Ich weiß, was am Ende noch passieren wird mit Dr. Friedlander, wenn wir da alle an allen Sitzungen teilnehmen. Komm rüber da. Los. So schnell kriegt man Auto über eine Leitplanke. Also das müsst ihr euch fürs echte Leben auch mal merken. Funktioniert wunderbar. Radio Bubu. Oh Gott. Was für eine Clownshupe, ey. Was für mich noch ein bisschen schöner wäre, wenn die Charaktere noch so ein bisschen mehr Eigenleben hätten. So, da läuft so ein Song im Radio und dann singen die, summen die auf einmal mit und sowas. Das wäre auch noch was Feines. Patz! Eieiei. Michael, was tust du? Oh oh. Ihr wisst jetzt schon, wo wir gerade hinfahren. Wir fahren nämlich gerade nach Fort Zancudo. Mich würde jetzt interessieren, wo ist jetzt hier... Ach, das nächste Fragezeichen ist da oben. Okay, dann versuchen wir mal an Fort Zancudo vorbeizukommen. Weil wenn wir hier wirklich auf Fort Zancudo... Also wenn wir da wirklich rein wollen, dann haben wir ein Problem. What's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined it. Remember after that boat thing? Take this seriously. Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity. You're such a fucking fuck. You really are. You'll get over it. You'll see. I did you a favor. Never. I hate you. Okay, ja, das hat ihr auch wieder nicht gefallen. Also er ist eben so ein Vater, der sich Sorgen um seine Tochter macht, der sich darüber aufregt, dass sein Sohn ein faules Stück Scheiße ist und der damit zu kämpfen hat, dass seine Frau ständig mit dem Tennislehrer fremd geht. Und zum Teil auch, glaube ich, mit dem Yogalehrer. Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich kann das schon verstehen, dass Michael da so ein bisschen angepisst ist und... Also ich weiß ganz genau, Michael und Trevor, die passen eigentlich ganz gut zusammen. Also im Grunde genommen passen sie alle relativ gut zusammen. Michael und Trevor, Michael und Franklin. Na gut, Franklin und Trevor eher weniger. Scheiße. Wir sind jetzt einfach zu weit weg hier. Wir sind jetzt zu weit hochgefahren. Ich möchte nur da hinten ankommen. So. Und es ist tatsächlich schon wieder 14 Uhr. Die Zeit, die rast heute wieder wie verrückt. Wir sind jetzt auch schon wieder 2 Stunden fast am Aufnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so die Zeit, die wir so rein in Los Santos verbringen, die gefällt mir dann doch immer ein bisschen mehr als die Zeit, die wir in Blaine County und Umland verbringen.